Die 10-Euro-Cent-Münze der Slowakei ist ein faszinierendes Stück zeitgenössischer Numismatik, das seit der Einführung des Euro in der Slowakei im Jahr 2009 die Hände unzähliger Menschen in der Eurozone durchlaufen hat. Diese Münze, unscheinbar und doch bedeutsam, spiegelt die Verschmelzung nationaler Identität und europäischer Einheit wider. Die Münze besteht aus nordischem Gold, einer Legierung, die aus 89% Kupfer, 5% Aluminium, 5% Zink und 1% Zinn besteht. Diese spezielle Mischung verleiht der Münze ihre unverwechselbare goldene Farbe und macht sie widerstandsfähig gegen Korrosion, wodurch ihre Langlebigkeit im täglichen Gebrauch gewährleistet ist. Die Vorderseite der Münze ist ein Fenster in die reiche Geschichte und Kultur der Slowakei. Sie zeigt die imposante Burg Bratislava, ein Wahrzeichen, das hoch über der Donau thront und die Hauptstadt dominiert. Diese Darstellung ist nicht nur ein Symbol nationaler Stolz, sondern auch ein Hinweis auf die strategische und historische Bedeutung dieses Ortes. Über der Burg befindet sich das slowakische Wappen, ein doppelt gestütztes Kreuz auf drei Hügeln, das tief in der Geschichte des Landes verwurzelt ist. Unterhalb der Burg ist das Jahr der Prägung angegeben, eingerahmt von 12 Sternen, die die Europäische Union symbolisieren und die Werte von Einheit und Solidarität verkörpern. Die Rückseite der 10-Euro-Cent-Münze ist Teil des einheitlichen Euro-Designs. Sie zeigt eine Landkarte Europas, die keine nationalen Grenzen aufweist, um die wirtschaftliche und politische Einheit der Eurozone zu betonen. Diese Landkarte wird von den 12 Sternen der Europäischen Union umrahmt, die Einheit, Solidarität und Harmonie darstellen. Diese Münze, die täglich in zahllosen Transaktionen verwendet wird, ist ein stiller Zeuge des modernen europäischen Lebens. Sie ist ein Symbol der ökonomischen Integration und der gemeinsamen Identität der Eurozone. Ihre weit verbreitete Akzeptanz macht sie zu einem integralen Bestandteil des täglichen Zahlungsverkehrs und sie findet in jedem Land der Eurozone gleichermaßen Verwendung. Die Verwendung von nordischem Gold als Material ist ein Zeichen technischer Raffinesse und ästhetischer Überlegung. Die Legierung bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, was die Münze langlebig und beständig gegen die Abnutzung des täglichen Gebrauchs macht. Die geriffelte Kante der Münze dient nicht nur der taktilen Unterscheidung, sondern auch als Schutz gegen Fälschungen, was sie zu einem sicheren Zahlungsmittel macht. Die 10-Euro-Cent-Münze der Slowakei ist mehr als nur ein alltägliches Zahlungsmittel. Sie ist ein kleiner Botschafter der slowakischen Kultur und Geschichte, der gleichzeitig die Einheit und Solidarität der Eurozone symbolisiert. In ihrem kleinen, runden Rahmen trägt sie die Geschichten und Werte eines ganzen Kontinents und erinnert uns daran, dass selbst die unscheinbarsten Objekte eine tiefere Bedeutung und eine reiche Geschichte haben können.